Wie jede Woche geht Fawzia Sorghi zum Grab ihres Sohnes auf diesem Friedhof in Tunis. Er starb vor bald einem Jahr im Gewahrsam der tunesischen Polizei. Laut Obduktionsbericht wurde er mit einem stumpfen Objekt geschlagen. Die Verletzungen deuten auf Folter hin. Die offizielle Untersuchung schleppt sich hin. Ich will, dass diejenigen, die meinen Sohn getötet haben, bestraft werden, damit wir unseren Frieden finden und auch mein Sohn in Frieden ruhen kann. Die Mörder meines Sohns müssen verurteilt werden. Unter Machthaber Zine El Abidine Ben Ali war Folter von Gefangenen in Tunesien an der Tagesordnung. Ben Ali wurde vor bald 4 Jahren gestürzt. Die Menschen hier wählen nun ihr erstes reguläres Parlament. Doch die Demokratie hat längst nicht alle Bereiche erfasst. Wir erleben, wie ein neues System errichtet wird. Aber das Ganze geschieht auf den Fundamenten eines alten Systems. Das heißt, die Justiz hat ihre Revolution noch nicht gemacht. An die 250 Fälle von Foltervorwürfen beschäftigen derzeit die tunesische Justiz. Manche alten Gewohnheiten seien leider schwer auszurotten, sagt Justizminister Hafed Ben Salah. Es gibt ein Gesetzesvorhaben, um die Rechte der Gefangenen etwas zu verbessern. Dazu gehört unter anderem, dass innerhalb kurzer Zeit nach einer Festnahme ein Anwalt anwesend sein soll. Dass in Tunesien weiter gefoltert wird, hat auch der UN-Sonderberichterstatter für Folter festgehalten. Für ihn ist das enttäuschend. Für die Angehörigen ist es unerträglich. Sie verlangen Gerechtigkeit.